Genau, ich habe es gerade schon ein bisschen angeteasert. Die Rede war natürlich von Stefanie Schuster. Ich habe hier drei Bücher in der Hand und sie nimmt uns so ein bisschen mit in die Vergangenheit. Und zwar heißt diese Reihe Die Wunderfrau. Und Stefanie ist selbst eine richtige Wunderfrau, denn sie schreibt nicht nur, sie hat Grafikdesign studiert, sie hat richtig lang Bücher illustriert, da haben wir auch schon wieder die Illustrationen. Und sie schreibt sowohl unter ihrem echten Namen als auch unter drei Pseudonymen in mehreren Genres. Aktuell lebt sie mit ihrer Familie und mit Schafen, was ich ziemlich cool finde, auf einem Hof in Oberbayern. Und dort spielt auch diese Reihe. Herzlich willkommen, liebe Stefanie. Hallo. Hallo, Annabelle. Hallo, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dich hier willkommen zu heißen. Du hast es ja auch richtig gemütlich gemacht mit dem Sessel. Ja. Sehr schön. In meinem Lesebücherzimmer, in meinem Atelier. Mhm. Ich habe gerade ganz kurz erwähnt, du schreibst unter total vielen Pseudonymen. Wie machst du das und wie hast du dich dafür entschieden, welches Pseudonym jetzt für welches Genre verwendet wird? Also die letzten 5 Romane habe ich jetzt schon unter meinem richtigen Namen geschrieben. Ich habe aber mit Pseudonym angefangen und das hat sich so ergeben, weil ich als Illustratorin auch schon ein Pseudonym hatte, Rebecca Abe. Ich heiße gebürtig Stefanie Wagner und dann habe ich geheiratet und dann habe ich Schuster geheißen, also wie heute, Stefanie Schuster. Und dann habe ich mir überlegt, ich will keinen Doppelnamen auf den Büchern, sondern ich nehme einfach ein Pseudonym. Und dann habe ich mir gedacht, mein Lieblingsvogel ist der Rabe. Und so hat sich Rebecca Abe, also R-Abe, Rebecca Abe ergeben. Und so habe ich dann also viele Jahre illustriert, Texte anderer Autoren. Und dann irgendwann habe ich zu schreiben angefangen. Also mit 40 habe ich zu schreiben angefangen und habe dann auch als Rebecca Abe das erste Buch veröffentlicht. Und dann habe ich das Genre gewechselt in den Krimi-Bereich und dann brauchte ich ein neues Pseudonym. Und dann habe ich nochmal gewechselt in den humoristischen Krimi, dann brauchte ich wieder ein neues Pseudonym. Und so hat sich das ergeben und jetzt schreibe ich seit eben die letzten 5 Romane unter meinem richtigen Namen Stefanie Schuster. Und auch die Wunderfrauen. Ja, ich bin sehr gespannt, ob noch ein paar Pseudonyme dazukommen, ob wir noch weitere Genres von dir erleben dürfen. Horror wäre ja noch frei, falls du dir da würde der Rabe allerdings auch schon sehr, sehr gut passen. Bei den Wunderfrauen entführst du uns ja in die Vergangenheit, vor allem so 50er, 60er, 70er meines Wissens. Was reizt dich daran? Woher kommt das Interesse? Der große Reiz für mich ist die Geschichte meiner Eltern und Großeltern, aber nicht nur meiner Familie, sondern auch die Geschichte überhaupt von allen Leuten, die ich kenne. Also ich interviewe sehr gern andere Menschen, beziehungsweise ich nenne es Zuhören. Und die Geschichten, die ich da erfahre, die verwebe ich dann in meinen Romanen. Also das ist die Geschichte, die Vergangenheit, die jüngere Vergangenheit, die finde ich sehr spannend und das ist der Reiz auch bei der Wunderfrauenreihe. Wie man als Frau, also was wir Frauen geschafft haben, also unsere Großeltern, unsere Großmütter und unsere Mütter, wie die das ermöglicht haben, was wir heute genießen dürfen als Frauen. Ja. Auch wenn es noch nicht am Ende angekommen ist mit der Emanzipation, aber ja, das ist der Reiz bei der Wunderfrauenreihe. Ja, da bin ich sehr gespannt, gleich deine Lesung zu hören, vor allem, weil es ja oft auch Dinge sind, die eigentlich totale Privilegien sind im Vergleich zu früher, die wir heute aber als selbstverständlich wahrnehmen, weil die Frauen vor uns einfach schon dafür gekämpft haben. Und super spannend, dass du sagst, dass es auch so mit deiner Familie zu tun hat. Ja, also willst du vielleicht gleich schon so ein bisschen was verraten, was es mit deiner Familiengeschichte zu tun hat? Also wir haben, es sind 4 Frauen, 4 Wunderfrauen. Sie werden aber erst im Laufe der Reihe zu Wunderfrauen. Am Anfang fühlen sie sich gar nicht so. Das kann ich ja vielleicht am Schluss noch sagen, was es mit den Wunderfrauen auf sich hat. Aber am Anfang, also die Marie zum Beispiel, die hat sehr viel mit meiner Familiengeschichte zu tun. Mein Vater ist auch ein Vertriebener, wie die Marie aus Schlesien. Und ihre Geschichte ist auch ein bisschen die Geschichte von meiner Familie. Die Marie, die ist traumatisiert worden auf der Flucht und sucht dann Zuflucht in Leutstetten. Das ist bei Starnberg, da wo ich wohne. Und da landet sie auf einem Bauernhof mit Schafen und Ziegen, wie wir heute haben. Und versucht da halt
wieder Fuß zu fassen und überhaupt erstmal anzukommen. Und die zweite Frau, eigentlich die Hauptfigur von, wenn man überhaupt eine nimmt von diesen vier Frauen, ist die Luise. Die Luise träumt von einem eigenen Laden und den verwirklicht sie sich auch im Laufe der Reihe. Du kennst es vielleicht auch noch, diese Läden gab es ja bis in den 70er Jahren, ja, dann kannst du es nicht mehr kennen, aber Aber vielleicht schön, aus dass du ein bisschen alt Erzählungen. schätzt. Genau, die gab es von den 50er bis, also gab es schon davor, aber bis in den 70er Jahren, da wurden sie halt von den Supermärkten ganz verdrängt. Und heute gibt es wieder in die Unverpackt-Läden oder die kleinen Bioläden. Und von so einem Laden träumt die Luise und den erfüllt sie sich dann. Und da muss sie natürlich auch wieder dann, wenn man was hat, muss man ja darum kämpfen, dass man es auch behalten darf. Genau. Und dann haben wir noch die Helga. Die Helga, die widersetzt sich ihren Eltern und beginnt eine Ausbildung als Lernschwester, so hieß es damals, also nicht Krankenschwester, sondern Lernschwester in der Seeklinik und wird dann unehelich schwanger und dann wird ihr gekündigt. Das ist jetzt zum Beispiel was typisch für die Zeit war in den 50er Jahren, also unehelich schwanger sein. Nicht verheiratet sein, ist ein großes Tabu. Vor allem hatte man dann auch kein Recht auf das Kind. Man hatte nur die Pflicht, das Kind zu bekommen und sich auch noch zu kümmern. Aber der Staat, hat einem dann das Kind weggenommen als alleinerziehende Mutter. Also durfte man kein Kind haben. Also man musste verheiratet sein oder einen Vormund dann haben, einen männlichen Vormund, der sich dann ums Kind kümmert. Also die Frau hatte kein Recht auf das eigene Kind. Ja, das ist furchtbar und zeigt doch eigentlich, wie weit wir gekommen sind. Aber wenn man jetzt sich die Abtreibungsgesetze und alles anguckt, wie weit wir auch noch Ja. kommen müssen. Aber du hast jetzt eigentlich schon auch einen super guten Einstieg geliefert für deine ganzen Protagonistinnen, die unheimlich starke Frauen sind. Magst du vielleicht gleich was von ihnen vorlesen? Ja, genau. Ich habe nämlich eine Frau vergessen und um die geht's. Die habe ich also absichtlich Sehr gut. vergessen. Das ist die Annabelle. Die schreibt sich ein bisschen anders Oh, wie du, also mit weniger Buchstaben. wow. Und die Annabelle, die ist die einzige in der Reihe, die kein konkretes Ziel vor Augen hat, die noch nicht die Erfüllung in einem, ja, die zwar Sehnsüchte hat, aber noch nicht genau weiß, was sie will. Und hier im Band 3, also Freiheit im Angebot, da hat sie endlich eine Aufgabe, die sie ganz und gar erfüllt. Und vielleicht erratet ihr zu Hause, was das ist. Sie ordnet die Papiere ihrer Schwiegereltern und darf dafür zum ersten Mal in die Bibliothek ihres Schwiegervaters. Vor ihr lag ein sechseckiger Raum. Die hohen Regale waren durch eine Galerie unterteilt, die man über mehrere Leitern erreichen konnte. Bücher, soweit das Auge reichte, bis unter die gewölbte Decke, die mit Sternbildern bemalt war. Für eine leidenschaftliche Leserin wie Annabel war das ein Paradies. Ihr Sohn Friedrich ist erwachsen und nimmt als Ruderathlet an der Münchner Olympiade teil, die war 1972. Ihre Schwiegermutter kam herein, ließ sich auf das Ledersofa mit den ausladenden Löwenpranken plumpsen, zog ein Jugendstilmagazin aus einem Regal und fächelte sich Luft zu. Mach schnell das Radio an. Irmela keuchte. Annabel wollte jetzt nicht Musik hören. Außerdem gab es hier gar kein Gerät. Ihr Instinkt sagte ihr, dass sie etwas Großem auf der Spur war, etwas, das sie womöglich gegen ihren Mann aufbrachte. Sollte sie die Recherche unter diesen Umständen weiter betreiben? Eine Detektivin musste objektiv bleiben und im Zweifelsfall auch gegen die eigene Familie und sogar gegen den Ehemann ermitteln. Hörst du nicht? Es geht um Friedrich. Er ist im Radio. Hast du nicht gesagt, dass er bei seiner Mannschaft im olympischen Dorf schläft? Sie deutete mit dem Stock auf ein Bücherregal. Da, zieh an dem Nasenring von dem Stier. Die Stützen der Regale waren mit edlen Schnitzereien versehen. Annabel rüttelte an dem silbernen Ring, der aus einem Stierkopf ragte. Plötzlich öffnete sich die vordere Front mit den Fächern wie eine Tür.
Dahinter verbarg sich ein geräumiger Wandschrank. Statt Büchern standen hier ein Fernseher, eine Stereoanlage und ein Radio mit Kassettendeck. Sie schaltete den Radiorekorder ein, zog die Antenne aus und drehte am Regler, bis sich aus dem Rauschen eine Stimme herauskristallisierte. Laut Polizei befinden sich noch 11 Geiseln in der Gewalt der Terroristen. Zur Stunde tagt der Krisenstab unter Leitung von Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher mit dem bayerischen Innenminister und dem Münchner Polizeipräsidenten über die weitere Vorgehensweise. Und nun zum Wetter. Dank eines anhaltenden Hochs. Soll das etwa heißen, dass? Annabel drehte leiser. Sie hatte mit einem Interview zur Olympiade gerechnet, aber nicht damit. Das versuche ich dir doch die ganze Zeit zu erklären. Wahrscheinlich ist Friedrich in der Gewalt von irgendwelchen Irren. Es hat auch schon Tote gegeben. Gott bewahre, Tote? Wieder ein RAF-Anschlag? Keine Ahnung. Ich habe zuerst nur mit halbem Ohr hingehört, bis ich begriffen habe, was los ist. Warum sollte jemand ihren Sohn entführen? Aber es stimmte. Sein Gemeinschaftszimmer lag tatsächlich ganz in der Nähe der Sportler aus Israel. In Annabel machte sich Beklemmung breit. Ihr Puls raste. Ich fahre zu ihm, entschied sie. Was? Du willst jetzt ins Olympiadorf, mitten in diese Schießerei? Ich kann ihn doch nicht allein lassen. Annabel war fest entschlossen. Sie schnappte sich ihre Handtasche mit dem Autoschlüssel. Du hast recht. Kämpf dich durch und rette ihn. Warte, nimm die hier noch mit. Schwankend drückte Irmela sich aus den Polstern hoch, ging zum Schreibtisch und beugte sich über den Papierkorb. Annabel dachte schon, ihr wäre vor Sorge schlecht geworden. Doch dann drückte sie auf einen Knopf unter der Tischplatte und ein Fach schob sich auf. Die Bibliothek war wirklich voller Geheimverstecke. Eine Pistole lag in der Schublade. Munition müsste auch noch dabei sein. Weißt du, wie man eine Walther PPK lädt? Was soll ich damit? Mir den Weg freischießen? Wenn's sein muss. Die stets reservierte Irmela zeigte ganz neue Seiten. Hatte sie wieder getrunken? Annabel starrte sie an. Nein, auf keinen Fall. Gewalt lehnte sie grundsätzlich ab. Noch dazu war das Ding womöglich eine Waffe aus dem Zweiten Weltkrieg. Die rührte sie nicht an. Kaum hatte sie mit ihrem Opel Ascona die Innenstadt erreicht, stand sie im Stau. Nur zentimeterweise ging es vorwärts. Der Verkehrsfunk meldete viertelstündlich, dass der gesamte mittlere Ring wegen eines Polizeieinsatzes gesperrt war. Sie hoffte auf weitere Nachrichten zur aktuellen Situation, suchte vergebens einen Sender, der außer Musik etwas dazu brachte. Ihr fiel ein, was Friedrich erzählt hatte, dass das olympische Feuer am Abend vor der Eröffnung fast erloschen wäre. Da reiste das Friedenslicht über 5000 Kilometer bis zum Königsplatz, und als der Läufer es zum Maximilianeum, dem Sitz des Landtags, bringen wollte, ging es aus. Ein Begleitfahrzeug hatte zum Glück eine Reserveflamme dabei. Offiziell hatte natürlich niemand etwas davon verlauten lassen. Abergläubisch war Annabel nicht. Das brachte Unglück. Allerdings war das in der Tat ein merkwürdiges Omen gewesen. Je länger sie darüber nachdachte, desto mehr schnürte es ihr das Herz ab. Friedrich, hoffentlich war ihm nichts passiert. Ein sehr, sehr schöner Einblick und vor allem finde ich es super spannend, einen Charakter mit meinem Namen im Buch zu haben. Ich habe gerade die ganze Zeit zu so verglichen, okay, sie will jetzt keine Musik hören, sie mag Literatur. Sie ist nicht abergläubig und konnte immer gucken, was passt. Das war gerade irgendwie ganz cool. Also danke schön, dass du sie so genannt hast. Ich glaube, ich werde mir das Buch auf jeden Fall kaufen und es lesen. Und sie ist auch noch blond, falls das auch noch ihr Bild ist. Ja, das kann man sich aussuchen, wer wär's. Dann nehme ich mir doch sie. Auf jeden Fall richtig gut. Und wird es noch weitere Teile in der Reihe geben? Kannst du uns da schon was verraten? Da verrate ich jetzt mal noch nichts, aber es kommt noch Okay. was nächsten Herbst, aber was genau,
verrate ich noch nicht. Okay, aber wir dürfen uns auf jeden Fall auf weitere spannende Werke von dir freuen. Das ist doch auch schon mal was. Und eine Frage hätte ich noch. Ich habe gelesen, dass du auch Dozentin für literarisches Figurenaufstellen bist. Was kann ich mir darunter vorstellen? Ja, das ist eine Methode, um aus dem eigenen Kopf mal auszusteigen. Alle, die schreiben, kennen das. Man fühlt sich manchmal ja total hilflos. Also es muss keine Schreibblockade sein, aber einfach dass man nicht weiterkommt. Und das literarische Figurenaufstellen ist eine Methode, in der Gruppe mit anderen seine eigenen Romanfiguren live zu erleben. Man sucht sich von den anderen Teilnehmern jemanden aus, der zum Beispiel die Annabelle spielt. Und dann stellt man sie im Raum. Aber das kann man, das ist ganz, also das klingt jetzt so absurd oder beziehungsweise so spielerisch. Es ist auch spielerisch, aber es ist dadurch, dass der Autor das macht. Also man sucht ja den anderen aus und stellt ihn auf sozusagen. Dadurch leitet man das eigentlich unbewusst. Und dann kann man aber die Figur, also den Stellvertreter seiner Figur, alles fragen, was man immer schon mal wissen will. Und es ist total spannend, vor allem weil die Leute ja auch im Raum stehen. Der Raum ist stellvertretend für die Szene im Roman oder für den Schauplatz im Roman. Und wir haben ja vorhin schon in den anderen Beiträgen gehört, wie wichtig auch bei der Cornelia Funke, die hat es ja zum Beispiel gesagt, wie wichtig der Schauplatz ist. Und dann kann man das ausprobieren und kann die Person alles fragen, was man schon immer mal wissen wollte. Also ich liebe das. Das klingt super spannend. Ich Deswegen glaube, unterrichte ich das auch. ja, ich glaube, das klaue ich mir tatsächlich für meine Bücher, falls ich irgendeinen meiner Freunde oder Freundinnen überreden kann, das mit mir zu machen. Wir haben sicher auch Fragen im Chat. Es wird schon genickt. Dann würde ich mal kurz übergeben an die liebe Steffi. Einige. Für alle haben wir gar keine Zeit, aber eine Frage interessiert unsere Zuschauerinnen zum Beispiel. Du hast gerade beschrieben, wie du anderen hilfst, in ihrer Story-Entwicklung weiterzugehen. Wie kann man sich das denn bei dir vorstellen? Wie ist denn das Setting bei dir, wenn du ein Buch schreibst? Ist es bei dir in der gemütlichen Leseecke oder wie schreibst du deine Bücher und wo? Ich schreibe meine Bücher in Notizbücher, wie die Cornelia Funke. Ich bin ja auch Illustratorin. Ich glaube, das haben wir da gemeinsam, dass wir eben das Schreiben mit der Hand lieben. Und wenn ich nicht weiter weiß, brauche ich eigentlich gar nichts anderes als meinen lieben Thomas. Das ist mein Ehemann. Dem fällt immer was ein. Der arbeitet meistens im Keller. Der ist nämlich Schreiner. Da ist seine Schreinerwerkstatt. Dann gehe ich in den Keller und frage. Und ich sage halt zum Beispiel, ich weiß einfach nicht weiter und dann er weiß immer weiter. Also es ist ganz, ganz simpel. Und wir denken uns alle Romane auch zusammen aus und er unterstützt mich immer. Und immer wenn ich selbst Zweifel habe, und die habe ich sehr oft, dann nimmt er mir die. Und er hat auch immer an mich geglaubt. Also auch wenn ich nicht an mich geglaubt habe, dann war es er. Dann danken wir nicht nur dir, sondern auch Thomas an der Stelle recht herzlich. Genau, ja. Ja, danke schön auf jeden Fall. Ich muss lachen, weil es gibt eine Annabelle, da hinten steht ein Thomas, der gibt mir eine ganze Regieanweisung und er freut sich jetzt, weil er gerade gelobt wurde. Sehr, sehr schön. Also witzig, dass du diese zwei Namen genommen hast. Vielen, vielen Dank, dass du so toll gelesen hast und auch für deine inspirierenden Worte. Also gerade so aus feministischer Perspektive sind die Bücher, glaube ich, super interessant und ich werde sie mir auf jeden Fall auch nochmal genauer anschauen. Danke schön, dass du dir die Vielen Zeit Dank genommen euch. hast. Ja, super Ja, vielen gerne. Dank euch. Ja, noch einen wunderschönen Abend dir. Ja, euch auch. Bis Dankeschön. bald. Ja, Tschüss. das war super spannend. Auf jeden Fall was, was ich mir angucken werde. Ihr könnt sie euch auch alle drei nochmal anschauen. Und wie sie ja auch meinte, können sie auch unabhängig voneinander gelesen werden. Und ich finde es super witzig. Ich weiß nicht, ob ihr daheim Bücher habt mit Protagonisten, die euren Namen haben. Mir ist das gerade zum zweiten Mal passiert. Ich hatte das bei Silber von Kerstin Gier, falls ihr das kennt. Da gibt es auch eine Annabelle, die ist allerdings ein bisschen böse und wird zum Glück auch anders geschrieben als ich. Und dann hier nochmal eine Annabelle, die allerdings mit Doppel-N-A-B-E-L geschrieben wird. Hattest du das schon mal, dass du eine Stefanie als Protagonistin hattest? Nein, leider nicht. Aber Kommt mich würde vielleicht das ja noch. mal reizen, dass man einen Bösewicht gibt mit meinem Namen. Okay, ich notiere es mir. Sollte ich jemals einen Bösewicht schreiben, werde ich sie jetzt Stefanie nennen, weil Ja, das wäre jetzt danke. dran schuld. Hat im Chat jemand geschrieben, ob sie irgendwie Bücher haben, in denen
Ihr Name vorkommt? Nein, aber es ist eine interessante Frage. Könnt ihr gerne mal darauf Bezug nehmen? Ich mache das tatsächlich super gerne. Ich habe nach, falls ich ganz kurz über meine Bücher reden darf, Eigenwerbung, aber ich habe tatsächlich, als ich die Reihe in Deutschland verortet habe, super viele Nachrichten bekommen, was ich echt cool fand, von Leuten, deren Namen in meinem Buch waren. Die haben sich alle total gefreut. Und ich glaube, man freut sich auch, weil ich habe mich selbst bei dieser Annabelle aus Kerstin Gier gefreut. Die war echt nicht nett. Also. Ja, ich glaube, das ist immer schön, wenn man irgendwie einen persönlichen Bezug zu einem Buch herstellen kann. Also ein Name ist nun mal was sehr Persönliches und ich glaube, da versucht man automatisch irgendwie so eine Bindung herzustellen, so wie du es jetzt auch beschrieben hast. Ne? Du hörst genau zu, was macht denn diese Figur aus? Ähnelt sie mir? Finde ich mich darin wieder? Mhm. Das ist schon spannend. Das hat man auch mit Figuren, die nicht so heiß wie man selbst. Ich zum Beispiel bin Fanat in so Sidekicks. Ich finde mich in denen meistens. Deswegen wird es auch der Bösewicht sein. Ja, genau. Natürlich. Ja. Aber jetzt kommen wir zu einer nächsten Autorin, zu der ich eine ganz andere persönliche Verbindung habe. Und warum, erzähle ich euch gleich.